Ich bin heute in Osterhasenlaune und das Material, was ich dafür verwenden werde, na, das kennt ihr schon. Aber welches das ist, dafür müsst ihr das Video schauen. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Hallo ihr Lieben, es ist Osterhasenzeit und ich habe hier, na was ist es, könnt ihr es sehen, ich habe hier eine Milchtüte stehen. Ja, ich möchte heute mit euch zusammen aus der Milchtüte ein kleines Osterhäschen basteln. Als erstes müssen wir natürlich die Milchtüte von der Folie befreien. Da ich das aber schon so oft gemacht habe, machen wir das heute mal mit einem kleinen Zaubertrick. Und wie von Zauberhand habe ich hier schon die entkleidete Milchtüte. Aber keine Sorge, wer jetzt noch mal gerne sehen möchte, wie das funktioniert mit dem Folie abmachen, dem verlinken wir einmal das Video dazu hier unten in die Infobox. Jetzt bleibt die Milchtüte natürlich nicht so. Wir müssen hier oben einmal das obere Stück abschneiden. Das machen wir auch mal eben schnell. Oh, Augenmaß lässt grüßen. Und wir müssen einmal die Ränder umkrempeln. Damit das Krempeln leichter geht, knautsche ich mir so ein bisschen die Milchtüte zusammen, damit das geschmeidiger wird. Einmal an den Ecken ein bisschen reindrücken. Ihr seht es, ich ziehe es hier zu mir heran. Dann lässt sich das auch relativ gut umkrempeln. Schaut. Dann das Ganze auseinanderziehen. Und fertig ist meine Krempe. Das mache ich jetzt nochmal, damit ich einen etwas dickeren Rand habe. Und fertig ist die Milchtüte. Jetzt geht es weiter. Ich möchte gerne meinem Häschen natürlich noch Ohren verpassen. Und dazu habe ich hier noch so Holzlöffel bei mir gefunden, die ja relativ praktisch sind und natürlich auch etwas wertvoller für die Natur, wenn man halt Partygäste da hat, dass man kein Plastik verwendet. Die kann man aber auch wunderbar jetzt hier zweckentfremden. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr hier einmal die große Seite nehmt. Mein Mann fand das nicht so hasenmäßig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt so hasenmäßig findet oder nicht. Es gibt sie vielleicht auch in etwas längerer Form oder halt einmal so umgedreht. Ich entscheide mich jetzt für diese Variante hier. Ich kann da auch noch mal eine kurze Empfehlung aussprechen. Ihr seht, ich arbeite momentan ja super gerne hier mit diesem Glue Pen von Bosch. Das ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur von mir ein Hinweis. Wer viel mit Heißkleber arbeitet, das ist super praktisch, weil ihr habt hier kein Kabel. Ihr könnt es schnurlos benutzen, einfach so aufladen, nachher mit USB-Anschluss. Das ist echt mega praktisch und vor allem so für jemanden wie mich mit ja, kleinen Händen sehr gut händig hier oder liegt gut in der Hand und lässt sich gut verwenden. Aufladen geht auch relativ schnell. Ihr seht schon, Heißklebe ist schon anwesend. Dann hier oben einmal drauf drücken. Und es lässt sich wirklich viel besser so, ihr seht es schon, dosieren als mit der normalen Heißklebe. Also ich bin da, was das angeht, etwas ungeschickter. Einmal hier fest dran drücken
Und dann kommen schon die nächsten Öhrchen. Und ihr seht, das geht hier mit dem Glühpen wirklich mega. Ich verbrenne mich da nämlich dann auch nicht. Und fertig wären schon mal die Öhrchen. Finde ich so ganz niedlich, aber ich mache jetzt noch ein bisschen Farbe drauf. Dazu habe ich hier einen ganz normalen Stift. So sieht es aus. Man kann jetzt natürlich auch die Farbe weglassen. Ich wollte es jetzt einfach mal mit Farbe ausprobieren. Jetzt machen wir noch ein Näschen. Auch das werde ich einmal farblich absetzen, und zwar mit Pompons. Und fertig ist schon fast das Häschengesicht. Jetzt schauen wir noch mal, ob wir vielleicht ein paar Barthaare kreiert bekommen. Dazu nehme ich ganz normalen Wickeldraht. Und fertig sind die Barthaare. Jetzt kommen noch die Augen dazu, ein bisschen Mund, und schon bin ich bereit, meine Milchtüte dann noch auszuschmücken. Wer jetzt noch möchte, kann natürlich, wenn er hat, noch einen Pompon nehmen und den Pompon einmal als Puschel hinten dran setzen. Und dann würde ich schon sagen, ist einmal das Häschen fertig und bereit, wie ich schon eben sagte, einmal befüllt zu werden mit den Dingen, die uns so gefallen. Hier sind meine beiden kleinen Osterhäschen. Einmal bestückt mit einer Pflanze, ihr seht es schon, finde ich wunderschön. Oder hier ganz schlicht gelassen noch einmal mit Haar oben drauf. Ja, wer kann dem wohl widerstehen? Also ihr seht schon, relativ einfach gemacht. Ihr könnt natürlich auch die Ohren mit Pappe nachmachen, das wäre noch viel einfacher. Ihr seht, es gibt Möglichkeiten, wie man mit den Dingen, die man zu Hause hat, ganz einfache, aber trotzdem wirklich süße Deko machen kann. Lasst gerne einen Daumen rauf da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, das dürft ihr nicht vergessen. Hier geht's weiter zum nächsten DIY, und wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag. Bis dahin, tschüss zusammen.